Sie kümmern sich dort immer noch. Ein schwerer K.O. Sie hatten sich das so optimistisch ausgemalt und sind jetzt so furchtbar und krachend und schmerzhaft, aber hoffentlich doch letztlich folgenlos eines Besseren belehrt worden. Durch den Mann, der in der WBO im Moment das Maß aller Dinge ist. Marco Huck, der Cruiser-Weltmeister in dieser Gewichtsklasse unter dem Schwergewicht. Da sehen Sie, wie sich alle um Rossi bemühen. Kalle Sauerland im Ring gratuliert seinem Kämpfer. Gott sei Dank, er ist wieder da. Gott sei Dank. Der Doktor mit dem Kühlbeutel im Nacken. Wenn man so K.O. geht wie er, Achtung. Da war er schon angeschlagen. Und jetzt Achtung. Ohne jede Schutzreaktion. Das ist ja das Schlimme. Dabei überstreckt dann die Nackenmuskulatur. Man hat nicht mehr die Kraft, weil man schon im Fallen sozusagen ohne Besinnung ist, sich abzustützen und zu schützen bei diesem Sturz. Achtung. Jetzt gleich. Diese Rechte. Und das hat dann diese schlimmen Folgen, weil man mit einem Gewicht von knapp über 90 Kilogramm so schwer auf die Bretter geht und der Kopf dabei so richtig aufs Gebälk donnert. So tapfer gekämpft. Und jetzt wird es Zeit, dass Marco Huck mal rüber geht und guckt, was los ist. Das ist eine schöne Geste, auf die wir gewartet haben. Auch deswegen, weil Rossi natürlich eine Weile gebraucht hat, bis er überhaupt in der Lage gewesen ist, eine solche Geste entgegenzunehmen. Das Urteil ist klar. K.O. in der sechsten. Zu diesem Zeitpunkt lag Marco Huck schon fast uneinholbar vorn. Die fünfte Runde zum Beispiel hat er 10-7 gewonnen nach diesen zwei Niederschlägen und dem zweimaligen Anzählen. Auch die zwei Punkte Abzug für seine unfaire Aktion. Dieses Schlagen nach dem Pausengong, nach der Glocke, hätten daran nichts geändert. Es gab ja auch einen Punkt Abzug noch für Rossi wegen häufigerer Tiefschläge. Er scheint wieder da zu sein. Das freut mich. Unser Mitgefühl gehört Rogelio Rossi, der diese Situation nicht ausgenutzt hat, als Huck geschlagen hat, obwohl die Runde schon abgeläutet war. Große Geste des Argentiniers, der dann allerdings auch groß K.O. gegangen ist und dafür sozusagen nicht belohnt wurde, in Anführungsstrichen. Huck gnadenlos, wie man ihn kennt, im Ring. Und gnadenlos erfolgreich, das muss man auch sagen. Da ist der Doktor, Eduardo Leguizamón und Luis Barrera. Ja, er kann wieder winken. Na Gott sei Dank. Buen viaje, sagen wir. Gute Reise nach Hause. Und danke für diesen fairen Auftritt des Argentiniers. Meine Damen und Herren, hier kommt das Urteil. Knockout in Runde 6, K.O.-Sieger in Runde 6 und weiterhin Cruiserweight Champion of the World, Marco Captain Huck. Der deutliche Sieger in diesem Kampf, Marco Huck.
Der Wechsel ins Schwergewicht, ich weiß nicht. Die Traumvision von der Größe des Ereignisses eines Kampfes gegen Klitschko versteht vielleicht doch den realistischen Blick auf die Größe der Chancen, die er dort hätte. Heute wird er gefeiert im Cruiser. Das ist seine Gewichtsklasse und in der ist er explosiv, K.O. stark und überragend bisher auch bei seiner 8. Titelverteidigung. Marco Hoke, herzlichen Glückwunsch. Sie bleiben Weltmeister. Wenn Sie boxen, dann ist immer schwer was los. Aber Sie sind bestimmt, glaube ich, auch froh, dass Ihr Gegner wieder steht, oder? Als allererstes bitte ich euch alle hier, dass ihr meinen Riesenapplaus den Gegner gibt, weil er so tapfer war und gesund ist, Gott sei Dank. Sie haben ihn ja mit Ihrer unbändigen Kraft quasi überrollt. Wie haben Sie denn diese 6 Runden hier erlebt heute Abend? Ich habe ja 12 Runden Zeit. Ich habe mir vielleicht auch ein bisschen zu viel Zeit genommen. Ich hätte auch ein bisschen schneller agieren können, aber Gott sei Dank hat alles super geklappt. Ich bin der Champion geblieben. Der Titel war ja quasi schon so ein bisschen weg nach Runde 4, nach dem Gongschlag. Haben Sie den nicht gehört? Ich meine, wenn der nicht weitergeboxt hätte, dann wären Sie vielleicht disqualifiziert worden. Also soweit ich weiß, das war genau mit dem Gongschlag. Mit dem Stopp habe ich zugeschlagen. Aber eine Entschuldigung sitzt doch vielleicht drin, ne? Ja, es tut mir leid natürlich. Was ist mit Ihren Schwergewichtsplänen? Sind die seriös? Haben Sie mit Ihrem Trainer schon mal drüber gesprochen? Definitiv. Ich meine, man sieht ja, wie ich drauf bin. Ich schlage alles kurz und klein. Jeder, der sich mir in den Weg stellt. Marco Hoke, herzlichen Glückwunsch. Sie bleiben Weltmeister. Schön. Und nochmal, Salam Luem, Svoje Sanjaklije, Moju Rados, Dielim Savama. Ja, Rogelio Rossi möchte verständlicherweise jetzt nichts sagen nach dem Kampf. Wir haben uns alle große Sorgen gemacht um Ihren Schützling Luis Barrera. Hätten Sie ihn vielleicht etwas eher aus dem Kampf nehmen müssen? Ja, er kämpft einfach gerne und sieht auch die Chance. Und deswegen wollte ich ihm die Chance auch nicht nehmen. Es gab diese Szene nach Beendigung der 4. Runde, nach dem Erklingen der Glocke, als Ihr Schützling noch einen Schlag bekommen hat von Marco Hoke. Eine sehr faire Geste, dass er weitergemacht hat, weitergeboxt hat. Hatten Sie kurz überlegt, dass Ihr Schützling in der Ecke bleibt? Ja, ich habe mir das überlegt. Eigentlich wollte ich das auch, aber er wollte weiterkämpfen. Und dann habe ich ihn gelassen. Das ist ja sein Kampf. Also dieser Nackenschlag nach der 4. Runde, das war natürlich nicht in Ordnung. Aber im Fernsehen wird man das ja auch sehen können. Das war nicht okay. Ein sehr feiner Sportgeist. Vielen Dank. Alles Gute und gute Besserung. Uli Wegner, was für eine Kraft von Marco Hoke, ist immer wieder eine Freude, ihm zuzusehen? Naja, wir wollen mal ein bisschen sachlich bleiben, nicht? Die ersten Runden waren nicht so überzeugend. Er hatte eine schlechte Distanz gefunden. Wir wissen ja über Markus Schlagkraft, das wissen wir ja. Ich meine, das ist Boxen. Und Markus hat immer ein K.O. drin. Und ich glaube, letztendlich war der Sieg wichtig. Wir sind erstmal froh, dass der Gegner wieder auf dem Damm ist, dass er sich erholt hat. Denn ich weiß ja, wie hart Marco schlagen kann. Er hat hervorragende Trainingswettkämpfe gemacht, aber die ersten Runden waren nicht so überzeugt. Obwohl er geführt hat, waren nicht so überzeugt. Aber danke an das Publikum, ihr wart großartig. Uli, warte noch, ich habe noch eine Frage. Wie soll man sagen, Sie waren nicht so begeistert nach diesem Schlag, nach Ende der 4. Runde. Das Ding hätte auch weg sein können. Ja, der hat den Gong nicht gehört, das habe ich schon mal erlebt. Ja? Der hat ihn nicht gehört in seiner Wucht. Ja, da sollte man vorsichtig sein, aber er hat wirklich den Gongschlag nicht gehört. Was passiert, ist wieder, was ich sagen muss, ist Boxen. Aber ich glaube, dass er durch seine Schlagkraft hier wieder das entschieden hat. Und trotzdem müssen wir noch viel arbeiten. Letzte Frage, kurze Antwort. Unterstützen Sie die Pläne, dass er eventuell hochgeht ins Schwergewicht? Wir träumen später. Das machen wir später mal. Danke, Uli. André,